Ich habe Smoky Eyes. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Also ihr fangt bitte wieder mit einem hellen Ton an, ja? Da wiederum schminkt ihr euch die Augenbrauen. Solltet euch das natürlich auch dann ein bisschen wegklemmen, damit man noch was sehen könnte. Das wäre vielleicht ganz super, ne? Auch ein bisschen weiter damit nach vorne gehen. Nicht zu weit, aber. Und zum Schluss gehen wir einfach nochmal mit dem Weißen dabei. Und haben dann die Wahl, wie weit wir mit dem Weißen hier vorne nochmal arbeiten. Okay? Ich habe nur kurz was überlegt. Haben wir wahrscheinlich fast gar nicht angemerkt. So, jetzt mische ich diesen hellen Blau ein bisschen mit dem dunklen. Und fange jetzt schon mal an, das Dunkle, die Enden auf jeden Fall auszuarbeiten. Ne? Es wird auf jeden Fall schon dunkler. Ja. Nehme ich mal den ganz dunklen und dann fangen wir an zu schattieren und zu formen. So, wenn ihr dann hier mit dunkel gearbeitet habt, oder dunkler, sagen wir mal so, dann bitte, wenn ihr habt, so einen Pinsel mit so einer Form. Und da könnt ihr dann schön hier unter arbeiten, mit dem dunkelsten Ton. Ne, dieses ganze Formen und Gestalten, das kommt dann alles immer mehr zum Schluss. Zwischendurch aufpassen, dass da unter schön sauber bleibt, das ist immer ganz wichtig, weil wenn der Puder runterfällt auf die Augen, dann drückt das Auge, was heißt drückt das Auge zu, es macht halt Schatten, wirft halt Schatten unter das Auge und das ist dann wiederum nicht so schön. Deswegen ist es dann wirklich besser darauf aufzupassen, sich zum Schluss auch noch mal so einen Pinsel zu nehmen. Und von mir aus auch ruhig noch mal so ein Schwämmchen zu nehmen und dann einmal darunter lang. Und zur Not, wenn man das gar nicht mehr wegkriegt, wenn da schon ein Schatten drunter ist vom Puder, nehmt ihr euch einfach Concealer noch mal und tupft den noch mal darunter auf, drüber. Ja, und wenn das dann alles auch nicht hilft, dann nehmt ihr euch einfach noch mal ein Abschminktuch, macht das hier drunter ein bisschen weg und schminkt es dann einfach noch mal nach. Und dann habt ihr coole Smoky Eyes. Ja, da könnt ihr dann jetzt die Spange wieder rausnehmen, wenn ihr dann auch eine drin habt. Euch das Haar so locker flockig ins Gesicht fallen lassen. Und dann habt ihr einen heftigen Smoky Eyes Black. Ich muss euch sagen, die gehen natürlich noch dunkler, die Augen. Also wenn ihr sie noch dunkler haben wollt und sehen wollt, wie es noch dunkler geht, schaltet einfach das, bleibt einfach dran. In den nächsten Sendungen werde ich euch dann nochmal noch dunklere Augen zeigen, wenn ihr das gerne möchtet und sehen wollt. Und da werde ich euch dann auch nochmal zeigen, wie ihr, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, die Wimpern ans Auge katapultiert. Es war wieder schön mit euch, wie immer. Ich liebe es ja auch immer mit euch. Meine Zeit zu verbringen. Es ist ja wirklich mein Ein und Alles. Ihr seid mein Ein und Alles.